Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht der Falltest in die nächste Runde. 90 Pfund stehen an. Bleibt dran. Der 90er Pro-Wurfarm der Stinger 2. Und wir gucken uns heute die Meter pro Sekunde bzw. FPS und Joule-Werte an. Zum Wurfarm an sich, wir schießen den hier mit den Alu-Endkappen und der Originalsehne. Sehne ist gewachst, in der Mitte nicht behandelt und die Rail ist wieder geloopt. Ansonsten nichts. Ich habe hier noch den Vlad 90er Bogen drin von einem Test. Und den Test, den wird es ja auch bald veröffentlicht geben, weil ich habe nämlich einfach mal alle 90er Bögen getestet, die es gibt. Und was ich über den Vlad Bogen herausgefunden habe, naja, warte aufs kommende Video. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. So, und das Ganze machen wir natürlich wieder mit meiner Assassin's Creed Stinger. Also, ne, einfach die Farbkombi. Wird noch ein Video zu diesem Aufbau geben, weil kurz danach werde ich das Aussehen von dem Ding wieder komplett verändern. Ich habe nämlich wieder ein Bild gesehen, was mich auf eine Schwachsinnsidee gebracht hat. Da hatte jemand das Olive-Color-Kit dran. Und ich dachte mir, diesen Schaft von Fab Defense gibt's auch in Olive. Und den Griff von Fab Defense gibt's auch in Olive. Und die Sling auch. Kurz gesagt, es wird ziemlich teuer. Aber ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehen. Aber jetzt erstmal den 90er Bogen in der Assassin's Creed Version. Beim 90er Bogen ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, auf die Pfeilgewichte zu achten. Wir haben jetzt hier wirklich eine Power, bei der wir einfach ein bisschen auf Sicherheit achten müssen. Es gibt einfach so eine magische Grenze, das sind die 10,5 Gramm. Das Ganze kann auch mal ein bisschen unterschritten werden, aber sollte nicht zu sehr passieren, weil sonst können die Endkappen reißen. Ich habe jetzt hier die Alu-Endkappen drauf, das heißt, wir könnten rein theoretisch auch wieder leichte Pfeile schießen, aber wir halten uns trotzdem an die Vorgabe und schießen mal nur Pfeile, die über 10,45 Gramm wiegen. Warum denn jetzt? Weil wir haben die Alu-Endkappen drauf, wir können ja theoretisch alles schießen. Ja, an sich schon, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es auch dann, wenn man die Alu-Endkappen hat, nicht allzu sinnvoll ist, mit dem Gewicht runterzugehen. Weil ansonsten, irgendwo muss ja die Kraft hin. Und wenn sie jetzt nicht mehr hier in den Endkappen bleibt und dafür sorgt, dass die Endkappen zerbersten, wo geht sie dann hin? Entweder auf die Sehne oder auf den Wurfarm. Und beides ist nicht unbedingt günstig. Gerade den Wurfarm, der kostet um die 50 Euro. Den möchten wir im besten Fall nicht zerreißen. Deswegen bleiben wir auch bei dieser Gewichtssache über 10,46 Gramm. Das ist jetzt natürlich super, super schade für den Hersteller Xbo FMA und auch für Venefit Mira, denn die sind jetzt alle raus, außer die Kriegsspitzen von Venefit Mira. Und da wir nur diesen einen Pfeil haben, schießen wir hier jetzt einfach mal drei und nehmen dann den Mittelwert. Meter pro Sekunde. 61,9 Meter pro Sekunde. 62,4 Meter pro Sekunde. Für Venefit Mira haben wir jetzt also diesen Durchschnitt und das ergibt dann diese Werte. Unser nächster Teilnehmer ist Jak Archery und auch bei Jak Archery fliegen alle Pfeile wieder raus, außer die, ja, keine Kriegsspitze, zumindest wird die nicht so genannt. Das sind die Hybrid-Jagd-Botkins, also im Grunde die Spezialspitze. Mal gucken, was die reißt mit 90. Ich hoffe, nicht meine Scheibe, weil die war teuer. 58,4 Meter pro Sekunde. 59,2 Meter pro Sekunde. 58,8 Meter pro Sekunde. Ist also ein bisschen inkonsistent, aber es wird sich trotzdem daraus Werte ziehen lassen natürlich. Und die seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Bei Gogun haben wir jetzt genau das gleiche Spiel wieder. Es fallen alle Pfeile raus, außer der Spezialpfeil. Hier wieder die Kriegsspitze. Übrigens, ich habe mir überlegt, ich trenne die ganzen Pfeile im Pfeiltest je nach Kategorie. Also, so dass nur noch die Targets mit den Targets verglichen werden, also die Übungsspitzen. Da fällt übrigens dann auch der Top-Head von CrossbowTuning.com mit rein und auch der Botkin von Xbo FMA, weil es
eine Übungsspitze ist kein Botkin. Botkins treten gegen die Botkins an und die Jagdspitzen gegen die Jagdspitzen sowie die Kriegsspitzen gegen die Hybrid-Jagd- und Jagd-Botkins. Also diese Kategorie nennt sich dann einfach Spezialspitzen. Gogun, 6 in Warbolts. 90 Pfund mit der Stinger. 59,4 Meter pro Sekunde. 59,3 Meter pro Sekunde. Und 59,6 Meter pro Sekunde. Das war ziemlich konsistent und dementsprechend können wir hier sehr gut einen Durchschnitt ziehen. Und den seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Daraus ergeben sich dann folgende Joule- und auch FPS-Werte. So, jetzt kommen wir bei S&K an und hier fällt jetzt jeder Pfeil mit den schwarzen Veins weg. Also die leichte Serie fällt weg, aber die petrolfarbene Serie ist komplett am Start. Also auch die Übungsspitze, auch der Botkin, natürlich auch die Jagdspitze. Und dass der Jagdbotkin dabei ist, überrascht uns nicht. Wir schießen wieder in der altbekannten Reihenfolge, also Übungsspitze, Botkin, Jagdspitze und dann der Jagdbotkin. S&K hat diese Pfeile Jagdbotkin genannt und ich doof sag's jedes Mal falsch. Sorry. Die Übungsspitze von S&K macht 62,3 Meter pro Sekunde. Der Botkin 59,8 Meter pro Sekunde. Und die Jagdspitze 62,6 Meter pro Sekunde. Und der Jagdbotkin 61,1 Meter pro Sekunde. Da S&K das gleiche jetzt noch einmal in der 3K Carbon Serie hat und die sich ja ein bisschen von den Gewichten unterscheiden, müssen wir die alle jetzt auch noch einmal schießen. Danke S&K für diese große Auswahl. Ich wüsste ansonsten ja auch gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen würde. Ja, so ernsthaft, ich finde es ziemlich cool, dass es diese ganzen Pfeile in diesen Gewichten gibt, weil so hat man halt die Auswahl, ob man die schicken 3K Carbon Sachen haben möchte oder einfach die normalen Faser-Carbon Sachen, die ja auch nicht unpräziser sind, aber halt einfach nicht so geil aussehen. Und einfach mit diesem weißen Color Kit, ich würde sagen, it's a match. Die Übungsspitze, der Botkin, die Jagdspitze und der Jagdbotkin. Die Übungsspitze schafft 61 Meter pro Sekunde. Und der Botkin 59,8 Meter pro Sekunde. Die Jagdspitze 62 Meter pro Sekunde. Und jetzt der Jagdbotkin 60,5 Meter pro Sekunde. Kommen wir zu Steambow. Steambow hat ja jetzt zwei Pfeilserien. Einmal die Voll-Carbon-Serie und einmal die Carbon-Hybrid-Serie. Bei der Voll-Carbon-Serie fliegen im Grunde alle Pfeile raus, außer die Jagd- und Kriegspfeile. Und ich habe hier wieder jeweils zwei, damit wir einfach einen besseren Durchschnitt nehmen können. Natürlich, eigentlich müssten wir das bei allen Pfeilen machen, aber das würde den Test so hart aufblähen. Bei ca. 50 Pfeilen, die wir hier in diesem Test haben, würde das halt einfach massiv, massiv, massiv lange dauern, wenn ich jeden Pfeil wirklich 3 bis 4 Mal schießen würde. Abgesehen davon habe ich diese Tests natürlich schon einmal alle gemacht, aber halt nicht aufgezeichnet und habe deswegen Daten und kann deswegen das Ganze auch validieren, ob das so Sinn macht oder nicht. Und wenn es da eine große Abweichung gibt, dann testen wir den natürlich noch einmal. Die Vollcarbon-Jagdspitzen von Steambow. 62,3 Meter pro Sekunde. Und noch eine Jagdspitze. 63,6 Meter pro Sekunde. Die Kriegspfeile. 60,8 Meter pro Sekunde. Und 59,9 Meter pro Sekunde. Als nächstes schießen wir die extra schwere Carbon-Hybrid-Serie. Und hier eignet sich wieder jeder einzelne Pfeil. Also auch die Übungsspitze. Das ist super, weil die ist vom Optimalgewicht auch ziemlich, ziemlich nah da, wo man sie haben will. Relativ niedrig, aber trotzdem schwer genug für den 90er Bogen. Und wohl auch noch schwer genug für den 120er Bogen. Die Übungsspitze. 59,7 Meter pro Sekunde. Und der Botkin.
52,4 Meter pro Sekunde. Merkt, der ist echt schwer. Bei der Jagdspitze werden wir jetzt wahrscheinlich ähnlich landen. 52,6 Meter pro Sekunde. Und jetzt kommt die Kriegsspitze. Die ist natürlich noch mal schwerer, also wird wahrscheinlich noch langsamer sein. 52,6. Vielleicht hängt es auch einfach mit der Form zusammen, dass diese Spitze ziemlich gut beschleunigt wird. Wer weiß. Unser nächster Teilnehmer ist die Pfeilmanufaktur Bahle. Und bei der Pfeilmanufaktur Bahle ist es jetzt so, dass auch die leichten für den 55er noch immer 11,8 Gramm wiegen. Dementsprechend können wir die also auch mit dem 90er schießen. So ist nicht. Und das machen wir auch. Wir schießen erst eine Übungsspitze, dann den Botkin. Und dann schießen wir die nächst schwerere Größe von Thorsten Bahle. Also das, was eigentlich für den 90er gedacht ist. Und da sind wir dann bei 12,3 Gramm. Die leichte Übungsspitze von der Pfeilmanufaktur Bahle. Die schafft mit dem 90er Bogen 58,3 Meter pro Sekunde. Die Botkin-Spitze 59 Meter pro Sekunde. Und jetzt die schweren Pfeile. Die Übungsspitze schafft 58 Meter pro Sekunde. Und der Botkin? Wie viel schafft der Botkin? 58 Meter pro Sekunde. So, und jetzt fehlt nur noch ein einziger Teilnehmer. Und das ist crossbowtuning.com. Und jetzt testen wir nochmal die ganzen schweren Pfeile, die wir beim letzten Mal ausgelassen haben. Weil wir haben die Pfeile, die für den 140er Bogen sind, haben wir beim letzten Mal ausgelassen. Warum? Ist mir ehrlich gesagt durch die Lappen gegangen. Aber ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, den Pfeil, der für 140 Pfund designt wurde, mit der 55 Pfund Version zu schießen. Stelle ich einfach mal in den Raum. So, mitten rein. So, genau da stelle ich es hin. Das sind jetzt hier die Pfeile, die wirklich für den 90er Bogen optimiert sind. Die mit der blauen Nocke. Wir haben hier einen Top-Head und wir haben hier eine Kriegsspitze. Und meine Scheibe freut sich wieder komplett darauf, komplett penetriert zu werden. Die Übungsspitze für den 90er Bogen. 61,7 Meter pro Sekunde. Und nun die Kriegsspitze. 62,5 Meter pro Sekunde. Das gleiche machen wir jetzt nochmal in schwer für den Doppelwurfarm von Crossbow Tuning. Also eigentlich nicht für 90 Pfund, sondern für 130. Auch hier das gleiche wieder, der Top-Head und die Kriegsspitze. 56,5. Man merkt, die Pfeile werden langsam zu schwer. Und die Kriegsspitze 59,1 Meter pro Sekunde. Ja, und jetzt kommen die, die eigentlich für 140 Pfund Doppelwurfarme gedacht sind. Wir machen es trotzdem. Hier haben wir jetzt wieder einen mehr. Und zwar haben wir hier auch noch einen Botkin mit dabei. Das heißt, es gibt als allererstes die Übungsspitze, den Botkin und im Anschluss die Jagdspitze. Meter pro Sekunde für den Top-Head. Und der Botkin. 57,3 Meter pro Sekunde. Und jetzt die Jagdspitze. 58,8 Meter pro Sekunde. Und das waren sie alle. Die Pfeile, die bei 90 Pfund geschossen werden können. Alle anderen sind hier jetzt schon ausgeschieden. Und jetzt ist es natürlich so, es gibt noch den 120er Wurfarm und es gibt auch noch den 150er Wurfarm. Und offiziell gibt es die noch nicht. Aber ich sag euch mal was. Ich habe schon einen. Aber ohne Beschriftung leider. Aber die Power ist trotzdem die gleiche. Und das werden wir uns jetzt auch mal anschauen. Weil hier fliegen jetzt natürlich noch mal ganz viele andere Pfeile auch mit raus. Beim 120er Wurfarm ist es jetzt so, dass wir hier mindestens ein Gewicht von 11 Gramm schießen sollten. Ich würde sogar sagen 11,5. Aber da wir überall die Alu-Endkappen drauf haben, würde ich sagen, machen wir mal wirklich bei 11 die Grenze und nicht bei 11,5. So, der 120er Wurfarm ist drinnen und wir sind auch schon bereit. Dann fangen wir doch einfach mal an mit unserem ersten Teilnehmer. Wenefit Mira hat leider keinen passenden Pfeil für diese Gewichtsklasse und schaltet dementsprechend
komplett aus. Dementsprechend ist unser erster Teilnehmer bei 120 Pfund jetzt nicht Winifred Mira, sondern Gogan. Denn die Warbolts sind noch schwer genug für den 120er Wurfarm von Steamboat. Und das testen wir natürlich. Wir machen wieder drei Stück, einfach, dass wir besser einen Durchschnitt ziehen können. 60 Meter pro Sekunde. 61,2 Meter pro Sekunde. Und der dritte. 59,6 Meter pro Sekunde und die Dinger kommen schief im Ziel an. Mensch, was ist das, ey? Naja, wird man sicherlich noch im Präzisionstest genauer sehen. Und ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt. Aber gut, das wär's für Gogan. Und daraus ergeben sich dann diese Werte. Der nächste Teilnehmer ist Jack Archery. Und logischerweise sind die Pfeile, die beim 90er raus waren, hier auch raus. Aber die Hybridspitzen, also die Spezialteilnehmer, sind ausreichend schwer. Und dementsprechend gibt es einen 120er-Test. Auch wieder drei für den besseren Durchschnitt. 58,7 Meter pro Sekunde. 56,1 Meter pro Sekunde. 59,9 Meter pro Sekunde. Der nächste Teilnehmer ist Steamboat und hier fallen bei den leichten Pfeilen alle weg, außer die Kriegsspitze. Dementsprechend mache ich auch hier wieder drei, einfach, dass wir einen sehr akkuraten Durchschnitt haben. 63,7. 61,9. 62,2. Ja, und bei den schweren sind überraschenderweise immer noch alle schwer genug für den 120er. Also auch die Übungsspitze, heißt, wir können wieder alle vier schießen. Übungsspitze, Botkin, der Jagdpfeil und auch die Kriegsspitze. 98,7 Meter pro Sekunde. Wir haben einen ganz klaren Sieger und eine Fehlmessung. 62,3 Meter pro Sekunde. Der Botkin. 55,3 Meter pro Sekunde. Und die Jagdspitze. 54,7 Meter pro Sekunde. Und die Kriegsspitze. 53,6 Meter pro Sekunde. Bei S&K fliegen jetzt auch wieder einige Pfeile raus. Das Einzige, was uns hier noch bleibt, sind die Botkins. Also einmal die Botkins und einmal die Jagd-Botkins. Zuerst die petrolfarbenen Botkin und Jagd-Botkin. Und jetzt die 3Ks, Botkin und Jagd-Botkin. Der Petrol-Botkin macht 62 Meter pro Sekunde. Und der Jagd-Botkin 62,7. Und jetzt der 3K-Botkin 61,5. Und der Jagd-3K-Botkin 63,3 Meter pro Sekunde. Die 55er Pfeile vom Bale sind immer noch schwer genug, auch für den 120er Wurfarm. Dementsprechend machen wir es einfach und schießen die auch mal durch den Kroni. Zuerst die Übungsspitze. 59,6 Meter pro Sekunde. Der leichte Botkin. 57,2 Meter pro Sekunde. Und jetzt der schwerere Bullet. 76,5. Ich glaube auch. Also Fehlmessungen sind ziemlich schnell und eindeutig als solche zu erkennen. Noch einmal der schwere Bullet-Spitzenpfeil. 58,7. Und nun der schwere Botkin. 60,3 Meter pro Sekunde. So, und bei crossbowtuning.com ist jetzt ziemlich vieles rausgeflogen. Die komplette blaue Serie ist weg. Wir haben nur noch die rote und die für den 140er Doppelwurfarm. Jetzt haben wir also nur noch 5 Pfeile, heißt, die schießen wir alle in einem Magazin.
Top Hat und die Kriegsspitze. Top Hat, Botkin und die Jagdspitze. Zuerst der Top Hat für den Doppelwurfarm. 59,3 Meter pro Sekunde. Als nächstes die Kriegsspitze. 59,3 Meter pro Sekunde. Der Top Hat für 140 Pfund. 58,3. Der Botkin für dieses Gewicht. 58,7. Und jetzt die Jagdspitze für dieses Gewicht. 62,3. Boah, also die Jagdspitzen von CrossbowTuning.com, die sind immer überraschend schnell. Wie sie das machen, keine Ahnung. Ich glaube, das wird auch hier wieder der Joule-Sieger sein. Ja, und jetzt wird's richtig brachial, weil jetzt machen wir nochmal eine Nummer stärker. Jetzt geht's nämlich auf 150 Pfund. Natürlich auch wieder ein unbeschrifteter Prototyp. Also hier steht nichts drauf, außer hier. Dass es halt eine 150-Pfund-Version ist. Gut, die 1 ist jetzt ein bisschen abgeschubbert, aber glaubt mir mal, das hier sind keine 50 Pfund. Das sind 150, ganz sicher. Werden wir jetzt auch an den Zahlen sehen, ganz klar. Weil der hat nämlich richtig Wumms. So, und das hier sind jetzt alle Pfeile, die hier überhaupt noch dabei sind. Alle anderen sind raus. Manche sind wieder dreimal dabei für den besseren Durchschnitt. Überraschenderweise, Winifred Mira ist raus. Als nächstes kommt Yak Archery, denn hier haben wir auch noch genug Gewicht, dass wir das auch mit 150 Pfund machen können. Und jetzt bin ich hier mal richtig gespannt auf die Ergebnisse, die jetzt hier kommen. Also man merkt, der Wurfarm ist deutlich, deutlich, deutlich straffer als die anderen. 67,4 Meter pro Sekunde und das mit fliegenden Klingen. Wow! 67,0. 66,6. Als nächstes kommt Gogan. Gogan hat aber keine passenden Pfeile. Gogan ist raus. Der nächste Teilnehmer im Test ist dann jetzt Steamboat. Und hier fällt jetzt die Übungsspitze raus. Wir haben also auch nur noch drei Pfeile. Einmal der Botkin, einmal die Jagdspitze und einmal die Kriegsspitze. 99,4 Meter, wow. Nochmal. 60,7, das macht mehr Sinn. Boah. Und die Jagdspitze. 60,1. Und die Kriegsspitze. 59,7. Als nächstes S&K. Und S&K ist leider auch komplett raus. Schade. Dementsprechend kommt jetzt die Pfeilmanufaktur Bale und hier haben wir die, nur noch die schweren, nicht mehr die leichteren, die mit 12,3 Gramm. Und als erstes kommt die Bulletspitze und diese schafft 66,6 Meter pro Sekunde. Als nächstes der Botkin. 65,0. Und der nächste Teilnehmer ist CrossbowTuning.com. Hier haben wir erst die roten wieder, gefolgt von denen für den 140er Doppelwurfarm der Survival. Zuerst der rote Top Hat. 279. 65,9, gefolgt vom roten Kriegsfeil. 66,6, gefolgt vom Top Hat für den 140er Doppelwurfarm, für die Survival eigentlich. 64,1, gefolgt vom Botkin für den gleichen Wurfarm. 65,7 und jetzt kommt die Jagdspitze für den 140er Wurfarm für die Survival. 66,5 Meter pro Sekunde mit dem 150er Wurfarm.
So, das war jetzt erstmal die Wertbestimmung. Und was das dann für Punkte gibt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und da gehen wir dann auch die Punkte aus der 55er-Messung durch. Kannst du mir mal bitte in die Kommentare schreiben, ob dich diese Werte überrascht haben? Und noch viel wichtiger, fällt dir auf, was hier passiert ist? Ich habe jetzt hier Beleuchtung und ich habe hier ein Mikrofon. Merkt man das in der Qualität oder waren das einfach 400 Euro umsonst aus dem Fenster geschmissen? Wenn ja, dann hätte ich von dem Geld mal lieber Pfeile geholt, weil ich habe einige Pfeile jetzt schon geschrottet im Rahmen des Pfeiltests. Aber ob man die reparieren kann und wie, das schauen wir uns dann später mal an. Ich hoffe, es hat dir gefallen, weil das war's für heute. Ich mache jetzt hier noch den 55er Wurfarm rein und dann mache ich noch eine schnelle Runde. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist, hier bei MAG. Modern Archery Germany. So, aber jetzt Outro und da müssen wir natürlich eine Runde ballern. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wie fix das geht. Ich habe gerade den Wurfarm getauscht. Wir sind jetzt wieder bei 55 Pfund. Das macht man nicht so schnell, wenn man 150 Pfund drin hat. Das ist... lustig. Wenn man dann erstmal den 150er die ganze Zeit hatte und dann auf den 55er wechselt, ist der halt echt ein Spielzeug, ne? Naja.